Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, die Elder Scrolls 5 Skyrim. Beim letzten Mal haben wir alle 4 Transparenzsterne gesammelt. Ich bin jetzt hier in der Liebesgilde und bin gerade von dieser Dame angesprochen worden. Deswegen rede ich jetzt einfach mal mit ihr. Einst übte ich meine Kunst in den Salons und Gutshäusern in den nobelsten Kreisen Tamriels aus. Heutzutage entstammt meine Kundschaft ausschließlich dem Abschaum Himmelsrands. Aber das macht nichts. Die größten Künstler werden niemals zu ihren Lebzeiten erkannt. Ihr seid also als Kunde hier. Soll ich euer Gesicht neu gestalten? Oh, das können wir. Wirklich? Danke. In der Tat. Es ist keine Kleinigkeit, sich dem Messer des Fleischformers hinzugeben. Okay. Sie kann unser Gesicht nochmal. Das ist cool. Braucht ihr ein paar Septime? Dann habe ich genau das Richtige für euch. Unglaublich! Seit Generationen hat sie niemand mehr alle auf einem Haufen gesehen. Als ich sagte, der Satz müsse vollständig sein, habe ich ein kleines Detail ausgelassen. Ich dachte ehrlich nicht, dass ihr so weit kommen würdet. Wenn die Steine wieder auf der Krone befestigt würden, wäre das von sehr großem Vorteil für die Diebesgilde. Nicht ganz. Die Krone gehört zu den Dingen, die die Gilde als Glanzstücke bezeichnet. Also Objekte, die unsere Diebesfertigkeiten verbessern. Das habe ich zumindest gehört. Diese Gilde hat schon seit Hunderten von Jahren kein Glanzstück mehr besessen. Ich habe es aus guter Quelle, dass sich die Krone in Tolwals Höhle befindet, wo sie vor langer Zeit von einer Dunmer-Karawane aus Morrowind zurückgelassen wurde. Wenn ihr sie uns zurückbringt, könnten wir das Glanzstück wiederherstellen und davon profitieren. Wenn wir in Himmelsrand etwas gelten wollen, ohne das sind wir nichts als eine Bande kleiner Diebe. Okay. Glaubt ihr, ihr seid fertig? Relativ einfach. Wir sollen mal wieder in einen Dungeon hinabsteigen und aus diesem Dungeon die Krone heraufholen. Ich kenne den Dungeon, glaube ich, nicht. Würde ich mich, glaube ich, dran ändern, wenn die Krone von Barentia da drin ist. Auf jeden Fall. Ich rechne mit einem langen Dungeon. Und auch einem besonderen Dungeon zumindest. Ich hoffe, es ist wichtig. Ich habe ziemlich viel zu tun. Gott, ey, der ist so creepy. Ich beobachte der Typ. Genau, hier kann ich ja noch was abstauben. Genau, da wollte ich nämlich hier noch machen. Hier liegt nämlich sogar noch hier Zeug rum. Na komm schon. Schlösschen. There we go. Ein Meisterschloss, okay. Meisterschloss sind natürlich extrem schwer zu knacken. Aber da haben wir es gerade gefunden. Ah, das war schon knapp. Oh, nein. Ach komm schon, Spiel. Oh Mann. Weißt du, dann hat man echt nicht die geringste Chance. Das muss entweder sofort stimmen oder es ist vorbei. And there we go. Gold, naja, gut. Gold ist Gold, von daher beschwere ich mich mal nicht.
Masken wir aus hier und uns auf zur Torvalds Höhle machen. Bin sehr gespannt. Oh, ja, Oh, interessant. Da waren wir ja sogar schon. Sind wir anscheinend vorbeigelaufen. Das Schöne ist, dadurch, dass wir den Quest gemacht haben, haben wir jetzt auch überall in Himmelsrand Sachen, wo wir hinreisen können. Weil wir ja so viel entdeckt haben. Ab in die Höhle. Gefällt mir. Ich komme ran, das ist eine Truhe da. Dietrich. Schneesäbel, Alter, wie viel hält der denn aus? Ja, wie viel Damage der drückt, genau. Das war eine Attacke, ne? Also nicht, dass wir uns da missverstehen. Alter, die Viecher sind ja arschgefährlich. Nee, wieder Herrscher 25 gab's da nicht, was? Weil die 25. Ah, Level Up gibt's, okay. Bei 30 ist das erst. Dass unser Mana Rack erhöht wird, das wäre nämlich sehr, sehr cool. Okay, ist da oben eigentlich irgendwas? Ein Sack mit Nahrung. Na, ganz toll. Dwemer? Das wäre natürlich sehr geil, eine Dwemer-Ruine hier unten zu finden. Spinnies. Oder Altgeister. Das ist sehr cool gemacht, sowas mag ich immer mit den Löchern. Mit den Eisgeistern, diese Effekte sind so krass. Das leuchtet immer so grell, ist voll übel. Tatsache. Eine Dwemer-Ruine. Das sieht doch aus wie Türen. Gold hat's auch nice. Mit Ruhe. Ach, okay, jetzt, ja, okay, verstanden. Oh, Falmer. Hatten wir auch noch nicht. Falmer sind Schneeelfen. Eigentlich hatte ich die merkwürdig, dass es die hier gibt, weil in. Wenn zum Beispiel an das Addon erinnert, aus Morrowind, da gab es noch eine Nebenquest zu denen. Das war um die Entstehung der Falmer galt. Aber da galten sie halt ausgestorben.
hier gibt es sie jetzt auch wirklich als normale Monster. Und sie gibt es relativ, ja, okay, jetzt nicht ganz so häufig, aber es gibt sie schon öfter, als man denken sollte, wenn sie eigentlich ausgestorben sein sollten. Dann gehen wir einfach mal hier erstmal den Weg. Na, und jetzt können wir den klassischen Fall mal lagern. Hier ist der andere Weg, richtig? Ja. Okay. Oh, bitte keine Chaos. Chaos sind nämlich sehr fies. Ey, hör auf, einen Typ zu zaubern, du Arsch. Ich hasse Blitzzauber. Was? Nein, dann können wir weitergehen. Und wo? Ach, ist schon tot. Wo? Ganz ehrlich, von wo kommt ihr? Tiefer hinein in den Schlund. Torvalds Kluft. Na gut. Klingt schon mal vielversprechend. Mann, mittlerweile ist unser Level auch echt gut gestiegen. Also ich hatte gedacht, wir sind ein niedriges Level, wenn wir das alles gemacht haben mit den Steinen. Aber es freut mich. Dann haben wir schon mal ein entsprechendes Grundlevel, wenn wir Magiergilde machen.
Okay, das ist verdammt cool. Da muss ich wieder Lob an Bethesda, das sieht total genial aus. Oh, Hallöchen. Ich mag keine Überraschungen wie dich. Moment, jetzt mittlerweile kann ich auch mal den Feuerblitz wieder ausrüsten. Die fahren wir dann doch ganz gut Schaden machen. So, und jetzt seht ihr auch, warum Manarek so wichtig ist. Was dann quasi unser Überleben entscheidet. Und da werde ich jetzt mal Tränke schlucken. Ist auch sehr genial, die musikalische Unterlegung gerade, finde ich. Also auch das gefällt mir gerade sehr gut. Generell Skyrim. Die Musik in Skyrim ist ziemlich gut. Ich denke, da dürfte mir der Großteil zu. Alter, wie mich diese beiden Skeever gerade erschreckt haben. Ah, ich will hier schön über Musik reden und die beiden. Nö, die wundert mich. Ja, wieder auf. Die schreien ja geradezu nach Ärger, diese Falmer.
Container, der... Wow. Okay. Anyway, I got this. Mann. Zwergen kriegt man nicht schlecht. Ja! Von wo? Oh nein, sag mir nicht, dass wir hinten Schauri sind. Ja, ich weiß, schau raus. Oh, ein Schauris Jäger. Kennt ihr, hab ich noch nie gesehen, ist geil. Ich weiß sonst, wie ich jetzt ziemlich gefährlich bin, die normalen Tau. Ja! Yeah.